Betrachten wir eine Elektronenquelle, die nach hinten abgeschirmt ist. Ja, die sitzt an der Position LK, also am Punkt LK und nach hinten abgeschirmt. Also sie kann nur nach vorne abstrahlen. Die Zufallsgröße ist dieser Winkel, der aber nur Werte annehmen kann zwischen 0 und Pi. Mit dem Winkel verknüpft ist natürlich dann der Auftreffpunkt des Elektronenstrahls. Somit ist die Zufallsgröße dieser Auftreffpunkt. Gut. Ich kann jetzt über den Tangens dieses Dreieck hier betrachten, mit dem Winkel Phi. Dann habe ich hier die Strecke, die einfach diesem K entspricht. Diese Strecke ist natürlich dann L minus x. Dann kann ich formulieren, Tangens von Phi ist Gegenkathete zu Ankathete, also K dividiert durch L minus x. Nun wende ich die Umkehrfunktion des Tangens auf beiden Seiten der Gleichung an und habe somit Phi in Abhängigkeit von x. So, nun interessiert mich eine infinitesimale Veränderung in Richtung x und die damit verknüpfte Veränderung, die auch infinitesimal ist, in Phi. Die beiden Größen hängen ja miteinander zusammen. Also schaue ich mir die Ableitung an. Zunächst leite ich die äußere Funktion ab, das heißt 1 durch 1 plus k dividiert durch l minus x zum Quadrat. So, das schreibe ich etwas günstiger. Nämlich k mal l minus x hoch minus 1 zum Quadrat. So, nun muss ich nachdifferenzieren. Deshalb habe ich die innere Funktion hier etwas günstiger formuliert. Der Exponent kommt nach vorne. Dann wird der Exponent um 1 reduziert. Also habe ich hier minus 2. Gut, dann wird nachdifferenziert. Somit erhalte ich k durch l minus x zum Quadrat, großer Bruchstrich. Dann kann ich den etwas anders schreiben. Das ist ja nichts anderes als l minus x zum Quadrat plus k Quadrat. Ja, ich habe hier ein Produkt. Dieser Exponent wirkt auf beide Faktoren. Ja gut, dann habe ich hier L minus x zum Quadrat. Ja, man sieht, die beiden kann ich kürzen und ich habe da stehen k dividiert durch L minus x zum Quadrat plus k Quadrat. Jetzt verwende ich dass L minus x zum Quadrat vom Zahlenwert her nichts anderes ist als x minus L zum Quadrat. Gut. Also kann ich diese Ableitung wie folgt schreiben. Die bezeichne ich mit f Schlange von x. Nämlich als k dividiert durch x minus L zum Quadrat plus k zum Quadrat. Warum Schlange? Wir haben noch kein Wahrscheinlichkeitsmaß, denn hier steht zwar die Cauchy-Dichte, aber die nicht normierte Cauchy-Dichte. Wir müssen natürlich noch normieren. Dann können wir erst dieses Schlange weglassen. Naja, wir suchen also ein C, sodass
Die Zufallswerte für Phi sind ja von 0 bis Pi definiert. Wir integrieren über f Schlange, was nichts anderes ist als die Ableitung von Phi nach x nach dx. Das ist dann äquivalent zu c mal, ja, Stammfunktion der Integrant ist sehr leicht, ist die Funktion selber in den Grenzen Pi und 0. Das Ganze muss natürlich 1 ergeben, damit ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert ist. Ja, das ist dann nichts anderes als Pi minus 0 muss 1 sein, daraus folgt C ist 1 durch Pi. Somit steht die Cauchy-Dichte, nämlich f von x ist gleich k dividiert durch x minus l zum Quadrat plus k Quadrat mal 1 durch Pi. So, wenn wir jetzt die Elektronenquelle an die Position 0, 1 verschieben, also sie ist hier und wird nach hinten abgeschirmt, dann vereinfacht sich die Cauchy-Dichte. Also für den Spezialfall LK ist gleich 0, 1 gilt dann f von x ist gleich 1 durch Pi mal 1 plus x Quadrat. Gut. So. Wie erhalte ich diese Verteilungsfunktion? Über eine geometrische Überlegung. Aufgrund dieses Nenners hier weiß ich bereits, wo mein Maximum liegt. Ja, nämlich bei 0. Bei dem Zufallswert 0. Und vom Wert her erhalte ich dann 1 durch Pi. Die Funktion selbst sieht ja so aus, also habe ich ungefähr so einen Verlauf wie bei dieser Gauss-Glockenkurve. So, und jetzt ist es ganz, ja, angenehm. Dieser Graph ist symmetrisch zu dieser y-Achse, also muss meine Verteilungsfunktion, wenn integriert wird, von minus unendlich bis 0 den Wahrscheinlichkeitswert 1/2 liefern. Also weiß ich, wie ich die Verteilungsfunktion definieren muss, nämlich Groß F von x ist nichts anderes als 1 durch Pi mal Arcus Tangens von x plus Pi halbe. Denn dann bekomme ich auch den richtigen Wahrscheinlichkeitswert f von 0. Naja, für x 0 einsetzen. Dann verschwindet der Arcus Tangens. Ich habe hier dann 1 durch Pi mal Pi halbe. Hier kürzen sich die Pi weg. Ich habe tatsächlich dann den Wert 1/2. Jetzt zur interessanten Größe. Die Cauchy-Verteilung hat keinen Erwartungswert, denn falls ich eine Zufallsvariable habe, die Cauchy-verteilt ist, dann bedeutet es, dass diese Zufallsvariable stetig verteilt ist, denn die Cauchy-Verteilung ist eine stetige Verteilung. Also brauche ich das Integral, um den Erwartungswert zu berechnen, nach Definition von minus unendlich bis plus unendlich. So. X mal, jetzt brauche ich die Cauchy-Dichte. Wir verwenden die Dichte für den Spezialfall. Und dann habe ich zunächst dieses Integral, schreibe ich etwas anders. Nämlich von x bis 0. Jetzt, wenn ich hier oben die Ableitung vom Nenner hätte, könnte ich logarithmisch integrieren. Ja gut. Das kann ich tun. Ich schreibe hier einfach 2t. Damit das Integral aber stimmt, brauche ich hier den Korrekturfaktor 1/2. Ja. So. Jetzt von 0 bis x. Somit ist das Integral anders formuliert. Hier mache ich es genauso. Ich brauche den Korrekturfaktor 1/2. Dann kann ich hier schreiben 2t dividiert durch 1 plus t Quadrat nach dt. Ist gleich. Ja. Stammfunktion in den Grenzen 0 und x plus Stammfunktion
in den Grenzen x und 0. So, jetzt schauen wir mal die Integralgrenzen hier an. Jetzt lasse ich einmal x gegen minus unendlich gehen und x gegen plus unendlich und schaue, was passiert. So, wir haben hier noch einen Faktor vergessen. Also habe ich hier noch 1 durch 2pi, 1 durch 2pi. Ja? Wenn ich den ableite, habe ich 1 durch 1 plus t Quadrat. Nachdifferenzieren habe ich dann 2t. Ja gut, und dann muss das 2 wieder weg. Und dann steht mein Integrand da. Ja. Gut. Okay. Also Limes, x geht gegen minus unendlich. Plus Limes, x geht gegen plus unendlich. So, dann habe ich hier einmal minus unendlich und plus unendlich. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass plus unendlich minus unendlich 0 ist. Ja, das ist aber falsch. Einfaches Gegenbeispiel. F von x gleich 2x und g von x gleich x. Wenn ich jeweils den Grenzwert berechne, habe ich ja beides mal unendlich. Aber der Grenzwert von f von x minus g von x ist nicht 0. Ja? Denn 2x minus x ist ja nichts anderes als x. Wenn ich x gegen unendlich streben lasse, dann habe ich ja hier unendlich, ja, und nicht 0. Also existiert der Erwartungswert nicht bei der Cauchy-Verteilung. Gut.